Das Buch erzählt zwei Geschichten. Die eine handelt von Gerhard Gentzen, einem Beweistheoretiker, der die absolute Sicherheit in der Mathe erforscht hat. Die andere Geschichte handelt von einem Mann, der auf einer Wiese einfach verschwindet und von der Frau, die ihn liebt und dann sucht. Und beide Geschichten haben sehr, sehr viel miteinander zu tun, wie das Buch zeigt. Ich sollte für meine Zeitung, die Frankfurter Allgemeine, einen Artikel schreiben über Gentzen, über den Helden, über den Titelmenschen. Und ich konnte ihn nicht schreiben. Warum konnte ich ihn nicht schreiben? Weil was fehlt an der Geschichte, wenn man es nur als Artikel macht. Und das, was fehlt, wurde das Buch. Ich lebe wie ganz viele Leute fast den ganzen Tag im Internet. Das ist meine Arbeit, das ist auch irgendwie meine Existenz geworden. Und irgendwann kamen von Leuten, denen ich immer Mails schicke und wo ich immer unzufrieden bin, dass die Antwort nicht so schnell kommt, kamen plötzlich Mails, die gesagt haben, du bist auf dieser Longlist. Und die habe ich dann nicht beantwortet, Edge. Der Gefangene ist nicht genug. Die ihn eingesperrt haben und bewachen, geben ihm kaum Essbares und sehr wenig Wasser. Die Arbeit, zu der sie ihn zwingen wollen, kann er nicht mehr tun. Appetit hat er keinen mehr, aber immer schlimmeren Hunger. Er weiß, dass er daran sterben wird. Dass du mit Wasser und Strom versorgt wirst, dass der Verkehr in deiner Stadt fließt, dass das System, in dessen Rahmen man alles Mögliche, was gebraucht wird, andauernd kauft und verkauft, nicht kollabiert. Diese Umstände stellen Computerprogramme sicher, von denen man ohne die Arbeit des Mannes, der hier verhungert, nicht durchaus wüsste, ob und wie und warum sie das alles überhaupt tun können.